aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wie man sieht, die KI ist schon fleißig, deswegen sollten wir zusehen, dass wir hier wegkommen. 621 Kilometer haben wir noch, wir sind gestern hier stehen geblieben. So, kurzer Blick auf die Uhr, 7.17 Uhr in der Früh. Temperaturen sind massiv nach unten. Achso, Aufzeichnungstag übrigens. Montag früh. Arbeitswoche beginnt. 4 Tage diese Woche nur, dann habe ich ein paar Tage Urlaub. Auch mal sehr schön. So, Temperaturen draußen liegen aktuell bei 15 Grad. Wenn man jetzt überlegt, gestern war es mehr als doppelt so warm. Lädt das natürlich wieder ein, sich irgendwie eine Erkältung oder sonst was einzufangen. Was ich in den vergangenen Jahren auch schon mal gesagt habe, das Problem sind nicht die hohen Temperaturen an sich oder die niedrigen Temperaturen an sich, sondern wirklich diese Temperatursprünge dazwischen. Vielleicht gestern hat sie 32, 33, 35 Grad und heute sind es dann wieder 15. Da sollst du gesund bleiben. So, ja, was haben wir noch gemacht? Wer weiß, im Moment bin ich ja so ein bisschen auf der Suche nach einer netten, lieben Partnerin. Einen Kontakt habe ich gestern abgebrochen, weil meiner Meinung nach hat das gar keinen Sinn. Weißt du, wenn du jemanden kennenlernst, der weit mehr Kohle auf dem Konto hat als du, die dann gerne mal ins Theater, Kino oder sonst wohin möchte, du dir das aber einfach nicht leisten kannst, dann macht es irgendwo keinen Sinn. Das ist der Punkt dabei. Und von daher, und weißt du, und dann schlägst du einmal vor, lass uns mal eine Runde spazieren gehen oder wie auch immer. Und ne, das ist kein, will ich nicht und kann ich nicht. Und dann wird dir im Nachhinein, ja, wir hätten ja auch mal spazieren gehen können, wo du dann denkst, so what? Warum haben wir es denn nicht getan? Oder, ach, verschiedenste Dinge, lassen wir das. Hat keinen Sinn. Thema erledigt, fertig. So einfach ist das. Lieber, wie war das? Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn du da erst richtig drin bist in der Nummer, dann kommst du da so schnell nicht mehr raus. Ne? Wenn du dich erst richtig verliebt hast, jahrelang zusammen und dann merkst du, passt nicht, nicht so schön. Gut. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe hier noch das Postkartenexperiment. Wer es nicht gesehen hat, mal reinschauen. Teilt das Video auch gerne. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich nichts, denke ich mal, aber man weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein Wink des Schicksals, das zu tun. Keine Ahnung. Blöd nur, wenn man jetzt in ein Wespennest sticht, weil zum Beispiel die Tochter vor Jahren verstorben ist oder so. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß es nicht. Ja, und selbst meine Mutter kennt ja ehemalige Schulkameraden von mir nicht. Von daher ist das dann keine große Hilfe an der Stelle. So, wo müssen wir denn rein? Da vorne, hier waren wir schon mal, wisst ihr das? Ich fahre mal hier rüber, damit wir hier rumkommen. War was geditscht. Barcelona war das Ziel, richtig? Barcelona. Aber Barcelona hat natürlich keinen eigenen Hafen. Trotz Aufliegerschaden müssten wir die Fracht eigentlich sauber hinbekommen. Barcelona. Ich glaube, dann haben wir es auch gar nicht mehr so weit tatsächlich. Wir können jetzt auf der Fähre schlafen. Das ist immer sehr praktisch. Also auch wenn ihr selber fahrt, ihr habt einen Seeweg dabei und ihr seht, oh, das Bett ist rot. Ich müsste jetzt eigentlich schlafen. Vielleicht wirklich das Strafgeld hinnehmen, sagen wir mal so, als dass man jetzt vielleicht schläft und dann auf dem Schiff sowieso nochmal. Guck mal, unser Bett ist wieder komplett leer, aber wir müssen zu einer Werkstatt, das werden wir dann im Nachhinein machen. Was ist dieser elendig lange Trailer da hinten, der uns so ein bisschen ärgert. So, Kaffee ist übrigens auch am... Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Kaffee nehmen hier. Jetzt ist er gleich wieder kalt. Halt's Maul, ich musste gerade einen Schluck Kaffee trinken, Mann.
Bin ich gespannt. Ja, so gibt es viele neue Dinge. Nachher, nach Feierabend, werde ich mal schauen, wie das mit den, sagt schnell, ne, mit der 1.45 aussieht, ob es irgendwelche Neuerungen, News gibt. Vielleicht gibt es die Beta schon, aber ich denke mal, auf die ATS-Beta wird man als erstes hingewiesen. ATS, habe ich schon mal gesagt, ist nicht so ganz mein Ding. Ich habe ihn, ja, aber auch die ganzen Add-ons fehlen mir und ich weiß nicht. Ich fühle mich im Euro Truck Simulator einfach wohler. Kann euch nicht sagen, warum, aber es ist so. Auch hier kann man mal einen amerikanischen Truck fahren. Ich hätte, ein Kreisel ist das hier. Hätte gar nicht blinken, winken, blinken müssen. Winken, genau. Wir winken jetzt beim Abbiegen. Wo zum Teufel? Was? Wer baut sowas? Kannst du dich mehr verfahren als alles andere? Und geradeaus weiter. Gespannt, wo das Ding überhaupt hin muss. Ja, auf Dating-Seiten bin ich so ein bisschen unterwegs und da lernt man natürlich auch Leute kennen. Sehr, sehr viele Fakes unterwegs. Nicht, Leute, wenn direkt im ersten Satz schon gefragt wird oder gesagt, ich bin nicht oft hier, gib mir deine E-Mail-Adresse oder WhatsApp oder sowas. Ganz ehrlich, das könnt ihr direkt knicken. Und schickt, wer da unterwegs ist, bloß nicht irgendwo Geld raus. Das seht ihr nie wieder. Draußen schon wieder so ein Feger unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr den Lärm hört. Waren wir sogar schon mal. Die Straßenführung, das ist echt so, naja, ne? Muss immer wieder denken an dieses Video, ein Noob und einer, der es kann. Naja, ich fahre auch manchmal einfach so auf Kreuzung drauf und gucke nicht, weil ich in dem Moment einfach keinen Bock dazu habe. Und ich glaube, im realen Leben, ja gut, da wird es dann einmal kurz nach links rausschauen, kommt keiner, also weiter, ne? Es ist halt im Simulator alles etwas einfacher. Da ist es mit einer einfachen Kopfgedrehung nicht. Kopfgedrehung, genau. Mein Gott, was ist heute los? Mit einer einfachen Kopfdrehung oftmals nicht getan. Aber hier sieht man in dieser Folge, die wir jetzt haben, auch wieder sehr schön, was sich so 10 Kilometer hinziehen können, ne? Das ist unglaublich. So. Hier habe ich komplett übersehen, aber ich habe keinen davon erwischt. Sehr gut. Glaube, da vorne ist unsere Werkstatt, unsere Halle. Aber das ist schade, da können wir nicht reparieren. Das ist das Problem dabei. Ah, Werkstatt, Tankstelle, genau. Das ist unsere Werkstatt. Rechtzeitig. Leider gibt es dort keine Werkstatttrigger. Sonst wäre das natürlich nice to have, da reinzufahren und seine Gerätschaften dort zu reparieren. Wäre nicht ganz cool an der Stelle. Beinwachs, na, das ist ja ein Name für ein Reiseunternehmen, wa? Beinwachs. Vielleicht hätte der
ein Unternehmen gründen sollen, die eben diese Pflaster und sowas machen, weißt du, zum Abziehen und die Cremes. Beinwachs, damit ihre Beine smooth werden. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht habe ich dann demnächst mal ein Date. Gott, das hört sich so an, wird mit 53 ein Date, ey. Die werte Dame ist ein bisschen älter, aber sieht wesentlich jünger aus. Das finde ich sehr interessant dabei. Also die sieht definitiv 10 Jahre jünger aus, als sie ist, mindestens, wenn nicht noch mehr. Sehr sexy. Aber gut. Auch hier an dieser Stelle, sexy sein ist nicht alles. Es muss emotional und so, muss es einfach passen. Das ist der Punkt. So, fahr mal. Kann ich mich nämlich hier durchmogeln. Das hier ist auch wieder so ein toller Träger, den wir im Grunde genommen wahrscheinlich nicht erfüllen können, weil. Guck, hier sind Paletten und wir stehen nicht ganz drin, können wir auch nicht. Ah, fehlen ein paar Meter. Also drücke ich mal die Eingabetaste. Wir werden gleich wahrscheinlich wegfliegen. Wir haben das ausgezeichnet gemacht. Jetzt gibt es einen Kick in den Himmel. Wahrscheinlich. Gucken wir uns das mal an. Oh, siehst du? Genau. Das heißt, wir können, damit wir hier jetzt rauskommen. Komplett abgestürzt, auch nicht schlecht. Also hier geht gar nichts mehr. Das hier wird liegen am, ich denke mal, am Traffic Pack. Das wäre dann Jessicat oder so, schätze ich mal. Ja. Bitte hier die Abladeorte prüfen. Nicht, das ist ja der Punkt. Hier ist jetzt das Spiel tatsächlich abgestürzt. Wir kommen hier nicht weiter. Von daher ist die heutige Folge ein wenig kürzer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut in meine anderen Videos rein. Lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und wer mag, kann den Kanal auch unterstützen. Zum Beispiel für DLCs, für neue Hardware und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich versuche hier aus dieser Nummer noch irgendwie wieder rauszukommen. Ich bedanke mich. Ciao, ciao, bis morgen. Tschüss.